Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gesagt. Leute, was ist denn da los bei Marvel? Wie kann es sein, dass wir 11 Jahre lang super konstanten, mehr oder weniger, zumindest immer bis mittelmäßig guten Content von Marvel bekommen haben und dass man jetzt das Gefühl hat, dass sie einfach vergessen haben, wie man die Leute bei der Stange hält? Denn wir dürfen nicht vergessen, 2008 war Marvel längst nicht das, was es heute ist. Das war kein Multimilliarden-Franchise, sondern das waren Superheldenfilme für eine gewisse Gruppierung. Und bei dem Thema gibt es die unterschiedlichsten Ansichten. Marvel sind die Ideen ausgegangen, Disney zerstört einfach jedes Franchise, die Leute haben einfach genug von Superheldenfilmen. Und sowieso ist das Ganze viel zu woke. Aber ist das wirklich so? Wir fangen mal mit, Marvel hat einfach keine kreativen Ideen mehr an. Das ist rein theoretisch gar nicht möglich, weil wir seit Jahrzehnten durch vorhandene Comics einfach so viel Stoff haben, das würde wahrscheinlich für die nächsten 150 Jahre reichen. Eine weitere, sehr verbreitete Begründung ist, dass es einfach eine Übersättigung des Genres gibt. Weiß ich nicht. Wenn du es über 10 Jahre lang geschafft hast, relativ unbekannte Charaktere immer wieder auf interessante Art und Weise auf die Kinoleinwand zu zaubern, dann spricht es meiner Meinung nach eher dafür, dass die Qualität der Filme entscheidend ist und nicht die Masse. Aber was ist diese Qualität? Man kann ja nun wirklich nicht behaupten, dass die Marvel-Filme von Phase 1 bis 4 tiefgründiges Kino sind. Aber die Storys haben ganz klar den Punkt auf die Charakterentwicklung gelegt. Und ich glaube persönlich, dass das einer der Knackpunkte ist, die in den letzten Jahren absolut verloren gingen. Thema Wokeness. Ein brisantes Thema. Aber ist die Wokeness wirklich der Grund dafür, dass immer weniger Leute ins Kino rennen, um sich die Filme anzugucken? Ist die Wokeness der Grund, warum die Marvel-Serien auf Disney Plus auf einmal so gut wie niemanden mehr interessieren? Kann sein. Für einige Leute bestimmt. Ich glaube aber nicht, dass das eine Ding ist. Aus meiner Perspektive, in meiner kleinen Welt hier, ist das Hauptproblem, dass Marvel mittlerweile einfach nur noch zweidimensional Geschichten erzählt. Zweidimensionale Charaktere. Hallo. Zweidimensionale Geschichten. Es geht nicht mehr darum, die Geschichte von Thor weiterzuerzählen oder die Geschichte von Doctor Strange weiterzuerzählen. Es geht nur noch darum, einen weiteren Marvel-Film zu machen. Nehmen wir Guardians of the Galaxy. Vor knapp 10 Jahren wurden uns ein sprechender Waschbär und ein laufender Baum vorgestellt. Der Grund, warum dieser Film funktioniert hat, warum er so viele Leute begeistert hat, ist wieder nicht die tiefgründige Geschichte, sondern der Film und die Charaktere hatten einfach Herz. Why are you doing this? Why? We are Groot. James Gunn hat das verstanden und hat es geschafft, uns eine sehr runde, sehr schöne Guardians of the Galaxy Trilogie zu bauen. Und wollte uns nicht nur einen weiteren Marvel-Film präsentieren, der die nächsten 7 Marvel-Serien vorbereitet. In Thor 1, 2 und 3, so unterschiedlich diese Filme auch waren, haben uns eine Charakterentwicklung von Thor präsentiert. Thor 4 war eine einzige Lachnummer. I need you to promise me, you'll always protect her. In Doctor Strange 1 wurde uns Doctor Strange vorgestellt als ambitionierter, ehrgeiziger, egoistischer Chirurg, der auf einmal seine chirurgischen Fähigkeiten verloren hat, die bis zu dem Zeitpunkt alles waren, was ihn auszeichnete. Diese Tragödie zwang ihn zu einer Reise und er nahm uns mit auf diese Reise mit. Doctor Strange 2 hatte nichts mehr mit Charakterentwicklung zu tun. Man hätte mit leichten Abänderungen wahrscheinlich jeden anderen beliebigen Superhelden dorthin stellen können. Mein Fazit, Marvel und auch viele andere IPs sollten sich mal wieder darauf reduzieren, kleine, gute Geschichten zu erzählen mit gut geschriebenen Charakteren. Und dann spielt Wokeness und Politik und all die anderen Sachen, die man dort mit einfließen lässt, auch gar keine Rolle. Beziehungsweise man kann sie sogar so einweben, dass die Leute tatsächlich Spaß an dieser Geschichte haben. Aber was sagt ihr zu dem Thema? Schreibt es mir mal runter in die Kommentare und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Kurz gesagt.